Kabarettist Christoph Felbel pendelt oft zwischen seinem Sommerhäuschen und seiner Stadtwohnung in Wien. Letzterer kommt derzeit besonders oft zum Einsatz, denn hier probt er oft für sein neues Stück So oder So, das am 4.10. im Orpheum Premiere feiert. Zur Aktivierung legen Sie die Hand auf Ihren Kopf. Wie oft bist du denn tatsächlich hier? Naja, also seit den letzten 2 Jahren bin ich im Winter da, bin eigentlich immer da. Allerdings im Sommer habe ich das große Glück, ein Sommerhäuschen auf der Alten Donau zu haben. Wie groß ist denn dieses Sommerhäuschen? Das ist eine sehr süße Frage, zumal mein Sohn immer sagt, Papa, das ist lustig, unser Sommerhäuschen ist größer als die Wohnung. Wie bist du zu der Wohnung gekommen und hast du gleich gewusst, ja, die ist es? Ich bin ein Glückskind, prinzipiell, aber ich weiß nicht, ob das, ich bin immer auf die Butterseite gefallen. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte. Und ich habe mich schon wohl gefühlt, weil es ist von der Raumaufteilung hat es mir gefallen und das war angenehm. Außerdem, der Blick ist unerreicht und das ist eines der wichtigsten Dinge für mich. Einen Blick zu haben, einen schönen, weil auf ein Haus machen mag ich nicht schauen. Ich meine, das klingt jetzt so arrogant, aber es ist so. Der Blick ins Grüne ist also wichtig. Den grünen Daumen merkt man am Balkon aber nicht so. Ja, das hat eine Ex-Freundin von mir initiiert und mich interessiert, ich mache das Tier auf, das Fenster auf und es ist eh gute Luft. Eine Wand hier raus, ein Fenster da dazu und die Badewanne bitte mit Blick auf die Küche. Fühlt sich da wer etwa als Heimwerker berufen? Heimwerkerkönig, ich mache schon gern. Aber böse Zungen behaupten, dass ich nicht der geschicktesten einer bin. So jetzt der Tischler bin ich nicht wirklich. Ich mach's gern, aber ich kann's nicht. Warum war es dir wichtig, eine Sauna in der Wohnung zu haben? Weil ich irrsinnig gerne in die Sauna gehe. Abgesehen davon habe ich, glaube ich, seit 25 Jahren oder 29 Jahren in jeder Wohnung, in der ich jemals gewohnt habe, eine Sauna gehabt. Geht 2-3 Mal in der Woche, wenn es sich ausgeht, in die Sauna. Momentan lebt Christoph Felbel übrigens alleine. Seine Freundin weilt noch in Kärnten. Doch wie die Kronenzeitung erfuhr, wahrscheinlich nicht mehr lange. Bist du eigentlich ein Selbstversorgermann? Kannst du selber kochen? Selbstverständlich. Naja, kochen. Ich habe Koch gelernt. Also ich habe das Gastgewerbe komplett gelernt. Ich dürfte sogar ein Lokal aufmachen. Aber da würde ich nicht kochen. Weil ich meine, es ist schon so, ich kann es schon und ich habe auch kein Problem damit und die. Aber es gibt einen Grund, warum sie mehr Kreativität verlagert hat. Also ich bin jetzt nicht der Koch, der jetzt umeinander tüftelt und was, und wenn ich da jetzt nur Zitronengras dazu gebe und dann ja, ein bisschen Chili und dann chessel ich umeinander und Dings und dann wird das viel besser. Nein, essen, kochen, essen, wieder schauen. Zum Essen einladen würdest, was bekäme ich aufgetischt? Da müssen wir zuerst darüber reden, was du gerne hättest oder was dir, alles was dir gerne schmeckt. Was Süßes. Als Süßes ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du Palatschinken kriegst. Was ich herauskristallisiert habe, die auch als Felbe-Palatschinken mittlerweile durchgehen, ist ein Nutella-Palatschinken, also in die Palatschinke und ein Zitronensaft drüber. Frische Zitrone, eisgepresst. Weil die Geilheit des Nutellas wird von der Zitrone ein bisschen abgeschwächt, sagen wir so. Seine Tochter ist übrigens eine Pancake-Göttin, Farid Felbel. Haben Sie, außer das Kochtalent, noch etwas von ihm geerbt? Sie sind goscher, sie sagen, was sie sich denken und haben auch kein Problem an und für sich. Der Bur nicht so, der mag das nicht. Meine Tochter ist eine Rampensau. Sind Sie momentan in dem Alter, wo Ihnen vielleicht auch schon peinlich ist, dass du berühmt vielleicht bist? Schon. Vielleicht schon. Vielleicht schon ist eine sehr charmante Definition. Und was tun die drei am liebsten? Knotzen. Das Knotzen auf der Couch ist sehr wichtig. Das mag ich schon gern. Außerdem ist es sehr angenehm für den Nachmittagsschlaf. Und es hat einmal eine Ex-Freundin von mir ein Foto gemacht. Da waren die Kinder viel kleiner. Da liege ich auf der Couch
da ein Kind und da ein Kind und wir schlafen alle. Und das ist großartig. Und ich schlafe ja überhaupt am besten, auch heute noch, wenn ein Kind da liegt und ein Kind da. Vielleicht auch bald zu fünft. Seine Freundin ist nämlich schwanger. Wir gratulieren.